Zum DAX-Check begrüße ich heute ganz herzlich John Gossen von G-Vestor. Herr Gossen, schauen wir uns direkt mal den DAX an. Der hat ja gestern Geburtstag gefeiert. Obwohl die Party nicht ganz so ausufernd war, ist er doch heute erstmal im Ruhemodus unterwegs. Wie geht's weiter? Ja, hallo Frau Oltersdorf. Werfen wir zunächst einen Blick auf den mitgebrachten Einjahreschart. Hierbei fällt natürlich eines direkt auf. Der zuletzt getestete Aufwärtstrend wurde hier verteidigt und wir haben seitdem eine recht starke technische Gegenreaktion gesehen, welche jetzt bis rund 8000 Punkte führte, beziehungsweise sogar leicht darüber. Diese droht allerdings nun wieder zu scheitern an einem wichtigen horizontalen Widerstandsbereich. Dies entspricht einem ehemaligen Hochpunkt aus dem Monat März 2013. Ich denke mal, diese Marke könnte dem DAX weiterhin eine recht große Hürde sein. Wie es kurzfristig ausschaut, dazu springen wir in den mitgebrachten 20-Tages-Chart. Wir sehen hierbei, dass wir aktuell zwischen ca. 7.900 und 8.030 Punkten ein wenig wild auf- und abspringen. Ein wenig Unsicherheit vermutlich vor der EZB-Sitzung am Donnerstag. Jetzt noch hier auf der Short-Seite einzusteigen, halte ich für keine gute Idee. Vielmehr sollte man, wenn, auf das obere Extrem warten, sprich die obere Begrenzung bei ca. 8.030 Punkte. Hier wäre ein potenzieller Einstieg mit Stop 8.080 und Ziel 7.900 Punkte möglich. John Gossen, wie sieht denn heute Ihr Schein aus, den Sie mitgebracht haben für unsere Zuschauer? Mitgebracht habe ich dementsprechend einen Turbo Short, der ING. Und hier wäre, wie gesagt, die Strategie mit Blick auf den heutigen, sowie vielleicht auch mit Blick auf die nächsten Handelstage bei ca. 8.035 Punkte den Short-Einstieg zu tätigen. Stop 8.085 und das Ziel, wenn, bei 7.900 Punkte. Dankeschön für diese Einschätzung und für die Analyse. Sehr gerne. Und das war es schon wieder vom DAX-Check heute mit John Gossen von G-Vestor.